Königswinter liegt im Rhein-Sieg-Kreis. Auf der rechten Rheinseite, also der östlichen Seite. Gegenüber ist Bad Godesberg, das gehört ja zu Bonn. Königswinter hat eine ausgezeichnete Lage am Rande des Siebengebirges. Da lohnt es sich mal, die Ausstellung anzusehen. Vor Jahren habe ich da auch mal einen Drachen gekauft. Das Motiv mit dem Drachen bietet sich ja hier förmlich an, mit dem Drachenfels in der Nähe. Königswinter ist der Ausgangspunkt für den Aufstieg zum Drachenfels sowie zum Petersberg. Ich habe sie zwar nicht alle gezählt, aber wir müssen etwa 42.000 Einwohner sein. Die Stadt liegt zwischen Bad Honnef und Bonn-Beuel. In meiner Jugend war die Stadt hier total überlaufen von Touristen. Man sagte damals, der Drachenfels wäre der Berg der Niederländer. Weinlokale und Tanzlokale gab es hier fast an jeder Ecke. Ausgezeichnete Weinlokale gibt es hier immer noch. Die Altstadt hat ca. 5000 Einwohner. Ja, die Stadt hat einige sehr schöne Häuser. Urgemütliche Weinstuben gibt es auch noch in Oberdollendorf.
Eine ganze Menge schöne Gartenterrassen laden zum Verweilen hier ein. Sieht aus wie gemalt. Im Gartenlokal fehlen noch die Besucher, aber das kommt bestimmt später. Ich bin ja immer früh dran. Nachgemessen habe ich zwar nicht, aber die Uferpromenade soll 5 Kilometer lang sein. Ist immer noch ein lohnendes Ziel für die Schiffe. Ist von Köln oder Bonn ja auch nicht weit. ...2005 hat hier so ein großes Aquarium geöffnet, Sea and Life oder so ähnlich heißt das. Wer kennt die Ruine nicht? Das Aquarium hat 2000 Meeresbewohner. Hier sieht man das Rathaus. 1892 gebaut. Das ist keine tolle Schnitzarbeit. Dieses Museum sollte man sich nicht entgehen lassen. Angeblich war der Namensgeber der Stadt der Karl der Große. Der hatte hier in Königswinter eine Weindomäne. Aber genaueres weiß man nicht. Das sind schon stattliche Häuser hier in der Rheinpromenade. Da gibt es in der Stadt noch ein interessantes Schwimmbad, und zwar unterhalb vom Drachenfels. Das ist beheizt. Eine Straßenbahnverbindung gibt es auch nach Bonn und dann nach Siegburg. Und die andere Seite natürlich Bad Honnef. Das ist noch ein Teil vom Tombacher Hof. Spätmittelalter. Vermutlich das älteste Gebäude der Stadt. Um 1580 rum.
sieht, es lohnt sich einfach mal hier hinzukommen. Das war es dann auch schon wieder. Jetzt schwinge ich mich wieder auf meinen Drahtesel und dann jetzt wieder zurück. Nochmal einen Blick auf den Petersberg.